Wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel in so einem Hotelzimmer und wenn es kein Gym gibt, kein Studio oder keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen, dann nehme ich immer ganz gerne in jedem Urlaub auf allen Reisen elastische Zugbänder mit. Das sieht so aus. Das sind genau hier solche Bänder und die gibt es in verschiedenen Stärken. Da könnt ihr euch die entsprechend aussuchen, die für euch passend sind. Und die haben hier am Ende immer so eine Öse. Also ganz einfache Tubes. Nur der Vorteil ist, also ich kaufe mir immer die, die keinen festen Griff haben, sondern wirklich hier mit so einer Öse verstellbar sind. Weil der Vorteil ist, da kann man nämlich hier so einen Griff verwenden. Den kann man einfach einbauen. Oder auch ein Vorteil ist, man kann hier so ein Armband sich einfach hinschnallen und mit denen ja irgendwelche coolen Sachen mit den Händen, mit den Armen machen. Oder auch ganz toll, das ist meine Lieblingstätigkeit für die Kicks, ein richtig schönes Kicktraining und Beintraining zu machen mit Fußmanschetten. Ja, die schauen so aus. Hier, Klettverschluss ist dran und dann geht es auch schon los. Ja, und was auch nicht fehlen darf, wenn ich unterwegs bin, ist ein Sling Trainer oder so eine Art TRX. Vom TRX bin ich nicht so der große Fan. Ich mag so einen ganz einfachen lieber. Ich habe immer hier so einen dabei. Der ist jetzt zum Beispiel von der Firma FA Sports. Der ist ganz cool. Oder auch von Bodycross. Der ist ganz simpel, schlicht und der ist, finde ich, am besten. Und genau, so ein Sling Trainer. So ein Sling Trainer darf nie fehlen. Mit dem kann man auch tolle Sachen machen. Und der Vorteil ist, man kann den auch hier an Türen verhängen oder verankern und kann sofort mit dem Training beginnen. Naja, und was ich an so einem Regentag immer mache, das zeige ich euch einfach jetzt in diesem Video. Viel Spaß damit! So, los geht's mit dem Sling. Wenn ihr nur so einen Haken habt, dann ist es schwierig, dass ihr den Sling in einem Hotelzimmer, so wie diesem hier, irgendwo befestigt. Ihr könnt ja nicht einfach so einen Haken irgendwo reindonnern in die Wand. Geht zwar schon, aber vielleicht kriegt ihr dann Probleme, aber wollen wir nicht. Aber es geht ganz einfach an so einer Tür. Die meisten TRX, die haben schon so einen Türstopper mit dabei. Der hat leider keinen Türstopper dabei. Und man kann das aber auch ganz einfach durchführen, indem man sich zum Beispiel einen Löffel schnappt oder irgendwas anderes. Schauen wir mal hier in den Schrank hinein, was haben wir denn noch so? Also wenn die Tür so in diese Richtung jetzt zugeht, dann ist es ganz wichtig, dass ihr den auch hier in Zugrichtung einhängt. Andernfalls kann es wirklich passieren, das ist mir auch schon passiert, dass wenn ihr mit der Zugrichtung trainiert, dass ihr die Tür sogar aufbrecht, weil sie ja quasi keinen Hebelwiderstand am Türstock hat. Sondern es muss immer wirklich in Zugrichtung passieren. Und letztendlich macht man hier nur mit dem Löffel so einen kleinen Knäuel, ja, wickelt den richtig schön rum. Und dann verankert man hier das so. So, und schon ist der bombenfest. Ja, und dann könnt ihr auch schon mit der ersten Übung beginnen. Macht euch vorher immer ein bisschen warm. Ich mache hier in der ersten Übung einfach Liegestützen mit dem Sling. Schaut so aus, die Arme lang lassen, die Beine könnt ihr hinten gegen die Tür stellen und jetzt einfach nur beugen und strecken. Ich mache 3 Sätze zu ungefähr 20 Wiederholungen. Wenn ich wenig Zeit habe, dann mache ich immer gern Spieler-Gegenspieler-Training. Also, jetzt haben wir gerade Liegestützen gemacht und der Gegenspieler ist genau die Zugkette rücklings einfach nur hochziehen. Auch hier könnt ihr 3 Sätze machen zu ungefähr so 20 Wiederholungen. Wenn es zu anstrengend wird, dann wandert ihr einfach mit den Füßen etwas weiter nach hinten und richtet den Oberkörper Stück für Stück auf. Und dann schafft ihr immer noch 1, 2 Wiederholungen mehr. Mein Schwerpunkt heute liegt aber in den Armen.
Bizeps und Trizeps ist dran und aus dem Grund mache ich hier verstärkt auch erstmal eine Übung für den Bizeps und dann für den Trizeps. Die erste Übung ist für den Bizeps. Wir stellen uns einfach schräg vor die Wand, nehmen die Griffe in die Hand, legen uns weit zurück. Je weiter oder je flacher ihr nach unten wandert, umso schwerer wird es und je aufrechter ihr steht, umso leichter wird es. Jetzt ist es wichtig, dass ihr zwischen Oberarm und Rumpf einen 90-Grad-Winkel habt und den möglichst aufrecht haltet. Und jetzt zieht euch aus der Stellung nur nach oben und lasst langsam wieder nach. Also das Ziel sollte sein, dass die Hände in Richtung Kopf wandern. Beim Bizeps Curl könnt ihr variieren. Ihr könnt zum Beispiel die Hand nur immer hier flach halten, mit der Handfläche zu euch, oder ihr curlt. Das heißt, ihr startet in einer leicht nach außen gedrehten Faustposition und curlt dann im Laufe der Bewegung die Handfläche zu euch ran. Und dadurch habt ihr also wirklich mehr Bizeps-Innervation, das heißt, die verschiedenen Anteile, die werden besser angesprochen. Wenn ihr hingegen so bleibt, dann spricht ihr hauptsächlich bloß den oberen kurzen Anteil an. Der Gegenspieler vom Bizeps ist der Trizeps und darum geht es gleich weiter. Dreht euch hier um, stellt euch am besten mit den Füßen gegen die Wand, Bauch stabil halten, Popo anspannen und dann macht ihr folgendes. Ihr bleibt in der Position, ein 90-Grad-Winkel zwischen Oberarm und Oberkörper und jetzt versucht ihr einfach auch hier wieder, ähnlich wie damals oder vorher beim Bizeps, die Hände in Richtung Kopf zu beugen. Die Arme zu beugen und wieder zu strecken. Das ist genau die Position. Wichtig ist dabei, macht nicht den Fehler, dass ihr die Ellenbogen zum Körper ranzieht, sondern bleibt hier wirklich in der Stellung. Beugen und strecken. Das sind erleichterte Sphinx-Push-Ups und die gehen richtig schön auf den Trizeps. Und mit dem Sling natürlich noch viel mehr. Auch hier wiederum drei Sätze, ungefähr 20 Wiederholungen. Wenn es zu schwer wird, dann wandert ihr einfach mit den Füßen immer so ein Step nach vorne. Natürlich gibt es auch noch viele weitere Übungen für Bizeps und Trizeps und ihr könnt mit dem Slinger wirklich tausend andere Übungen für den ganzen Körper durchführen. Aber das war für mich jetzt sagen wir, ein wunderbarer Einstieg, drei Sätze a 20 Wiederholungen jeweils für Bizeps und Trizeps zu machen und auch die Brust und der Rücken waren damit ein bisschen dabei. Und jetzt geht es aber so richtig in die Isolation, also Isolationstraining mit den Tubes.